Hello and good morning. Thank you. Dieses Jahr ist der Begründer des freiheitsphilosophischen Ansatzes New Work, Fridtjof Bergmann, im Alter von 91 Jahren von uns gegangen. Viele von euch werden sicherlich seine wichtigste Frage, die er in seinem Ansatz New Work entwickelt hat, kennen. The question, what is it that I really, really want? And that was new. And it made a big difference. Was a new question. And a question that sometimes people found rather difficult. That's true. And that's fine with me. I don't mind if a question is difficult. Quite often we also ask this question, like, what do you really, really want? And still, I would say it is super difficult for people not only to answer it, but really also to find out what it is, right? So do you think it's as difficult as it was when you started with this question, or do you think it changed? I think it has changed. Zusammen mit anderen Vordenkern der New Work-Szene in Deutschland wollen wir nochmal unsere Gedanken zu ihm teilen. Und zu guter Letzt wird in diesem Video sein guter Freund und Weggefährte David aus den USA noch einige Worte zu seinem Leben und seinem Schaffen finden. Wir haben einige Gespräche mit Fridtjof geführt, bis paar Tage vor seinem Tod. Und dabei sind zwei Dinge immer sehr deutlich herausgekommen. Arbeit soll uns stärken. Das heißt, es geht auch immer darum zu gucken, wie wir uns in der Arbeit gemeinsam stärken können und welche Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden müssen. Er freute sich riesig darüber, dass der New Work-Ansatz gerade hier in Deutschland sich über die Zeit so stark verbreitet hat und viele Anhänger gefunden hat. I never thought that it would have so many followers. I never thought that new work would become a word that lots of people started to throw around. Mit Fridtjof ist eine uns vertraute Person von uns gegangen. Und wir haben uns sofort seit dem ersten Gespräch im Geiste sehr verbunden gefühlt. Is that lots of people said to me, you're obviously crazy. It's crazy. Work is not an interesting subject. Wir haben großen Respekt davor, dass er seine Karriere als Professor damals aufgegeben hat, um sich mit Arbeit zu beschäftigen. Alle hielten ihn damals für verrückt, wie er uns erzählte. Doch er sollte Recht behalten, denn das Thema Arbeit wurde wichtiger und wichtiger. And it turned out that about that, if I may say so, without being braggish, that I was right about that. The work has turned out to be a very interesting subject. New Work, das war und bleibt für mich das, was Fridtjof darunter verstanden hat. Das Konzept, das er entwickelt und geprägt hat. Was ich an ihm immer wahnsinnig faszinierend fand, ist, dass er wirklich selbst erlebt hat, worüber er geschrieben hat. Ich hoffe und wünsche mir, dass wir diesen Spirit von ihm beibehalten in der Businesswelt. Dass wir ausprobieren und rausfinden, was es ist, was wir wirklich, wirklich wollen. Und dann unser Leben und unser Arbeitsleben danach ausrichten. Fridtjof Bergmann hat einen großen Einfluss auf meinen, sagen wir mal, Herbst meiner Karriere genommen. Die Begegnung mit ihm vor 3 Jahren in der Folge 100 unseres Podcasts On the Way to New Work hat mich wirklich tief bewegt. Ich habe dort einen von seiner Krankheit gezeichneten, aber lebenslustigen, spitzbübischen, unglaublich entschlossenen und modernen Menschen kennengelernt, mich sehr tief mit seiner Arbeit beschäftigt und einfach über die Jahre festgestellt, was er der Welt eigentlich mitgegeben hat, nämlich die Idee von einer besseren Art und Weise der Zusammenarbeit. Er hat den Kapitalismus und den Sozialismus als gescheitert gesehen und versucht, mit seinem New Work-Entwurf etwas zu schaffen, was vielleicht der Weg in eine glücklichere Zukunft ist. Das, was wirklich bleibt, ist dieser unbändige Wille, Menschen dazu zu bringen, wieder mehr Stärke durch Arbeit zu bekommen, als sich durch Arbeit schwächen zu lassen. Und außerdem auch ein tiefer Glaube, dass sich Arbeit ändern muss und die Inhalte ändern muss, damit wir
diesen Planeten in einer besseren Verfassung hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Von daher ist sein Wirken, seine Ideen nicht hoch genug einzuschätzen. Und ich bin froh, zusammen mit meinem Podcast-Co-Host Christoph Magnus in unserem Podcast On the Way to New Work einen kleinen Beitrag leisten zu können, ihn und sein Wirken weiter in die Welt zu tragen. Rest in Peace, lieber Frithjof, wir machen hier mal weiter. Hallo, ich bin Gero Hesse und ich glaube daran, dass jeder Mensch den bestmöglich passenden Job und Arbeitgeber verdient. Wer jetzt das kurz sacken lässt, der erkennt, diese Idee ist, ob gewollt oder nicht, auf jeden Fall von Bergmann geprägt, der ja als Begründer der New Work Bewegung gesehen wird und gilt. Und der mich berührt hat mit der Aussage, jeder Mensch sollte das tun, was er wirklich, wirklich machen will. Und ja, vor dem Hintergrund glaube ich, dass Frithjof Bergmann unvergessen bleiben wird und nachhaltig prägt, was in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt so geschehen wird. Mein Name ist Nicole Thurn. Ich bin Gründerin des Blogscenes für die neue Arbeitswelt, newworkstories.com. Und ich muss sagen, mich hat Frithjof Bergmann sehr geprägt, überhaupt dieses Magazin zu gründen. Ich bin langjährige Karrierejournalistin gewesen und habe das erste Mal von ihm gehört, da war ich Studentin vor rund 20 Jahren. Da hörte ich von seinem Ansatz des Hightech Self-Providing, wo Communities und Gemeinschaften, Gruppen sich unter anderem mit 3D-Druckern selbst Alltagsgegenstände ausdrucken sollten und sich dadurch auch unabhängiger von der Konsumgesellschaft machen sollten. Er hat vor 40 Jahren sehr, sehr viel weggenommen von den Entwicklungen, die es heute in Ansätzen gibt. Die Frage, was willst du wirklich, wirklich, ist eine zentrale Frage für New Work in seinem Sinne. Und das hat mir immer sehr gut gefallen, denn er geht vom Menschen aus und er geht auch von dem Sinn der Arbeit aus. Nicht zum Selbstzweck und auch nicht aus Gründen von Egoismus, sondern als Basis dafür, einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen und etwas zum größeren Ganzen beizutragen. Das ist immer das gewesen, was mir ein Anliegen war, von Jugend an zu wissen, ich werde etwas tun, was ich wirklich, wirklich will. Für mich war es der Journalismus und über Umwege bin ich da hineingekommen. Und ich finde, dass dieses Wissen, diese Bewusstheit jedes Einzelnen dazu führt, dass man selbstwirksamer wird, dass man seine eigene Arbeitswelt und sein Umfeld mitgestalten will und es auch tut. Und ja, dass wir alle da auch selbstbestimmter und wirkungsvoller für die Gesellschaft agieren können. Als ich von Frithjof Bergmann hörte und von seiner Idee, dass wir uns eben nicht darüber freuen, die Arbeit hinter uns zu lassen, sondern darauf freuen, etwas zu tun, das uns stärkt, da sprach mir das aus dem Herzen. Ich habe mich damit sehr beschäftigt, habe mich mit Frithjof beschäftigt und durfte ihn leider nicht mehr interviewen in meinem Podcast New Work Chat. Das hätte ich sehr gerne getan, aber ich bin umso froher, dass andere es getan haben, wie Anna und Nils. Sein Buch sollte man gelesen haben. Neue Arbeit, neue Kultur, ein absoluter Klassiker. Er hat ja noch weitaus mehr geschrieben und ich finde es ein großes Erbe, das er uns hinterlässt, aber auch mit seinem lebendigen Beispiel, der bis zum Schluss wirklich für eine Sache gekämpft hat, die Welt verändern und verbessern wollte. Und insofern erinnere ich mich dann auch an den Satz von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, sei die Veränderung, die du bei anderen sehen willst. Und das hat Frithjof getan. Und da hinterlässt er uns ein großes Erbe, denn wir haben jetzt, glaube ich, die große Verantwortung, das weiterzutragen und weiter zu diskutieren, dass Arbeit eben nichts ist, das hoffentlich zu Ende ist, wenn wir in die Rente gehen, so wie mein Dad, sondern etwas ist, das uns stärkt, das wir herausfinden müssen, das ganz, ganz viel mit uns zu tun hat, mit unserem Innersten. Frithjof Bergmanns größtes Verdienst war ganz sicher, dass er Räume geöffnet hat, in denen wir nochmal ganz neu und ganz anders über unsere Arbeit nachdenken können. Das ist sicherlich das, was am eindrücklichsten bleibt von ihm.
Was für mich auch bleibt von dem, was er gesagt und getan hat, ist auch dieser Mut zur Utopie, der sich da durchzieht, der die Räume nochmal weitermacht und der uns nochmal die Möglichkeit gibt, nochmal anders auch darüber nachzudenken. Und dass es ihm wirklich um ein ganzheitliches Konzept ging, wo Arbeit ganz natürlich ihren Raum in unserem Leben einnehmen kann. Ja, also er hat gefragt, welchen Sinn kann Arbeit für uns erfüllen, welchen Zweck kann sie für uns erfüllen und in welches Leben gehört sie denn überhaupt rein und wie passt sie da rein? Und das finde ich eigentlich so das Spannendste an dem, was er gemacht hat. Und gleichzeitig aber eben auch diese Debatte über Arbeit und unsere Arbeit zu verknüpfen mit einem Nachdenken über Werte und Haltung. Also es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern immer auch darum, warum tun wir das, wie tun wir das, mit von welchen Werten, von welcher Haltung werden wir geleitet. Und das ist etwas, was uns manchmal so ein bisschen fehlt, ist mein Eindruck, dass wir auf eine sehr strukturelle Art und Weise an unsere Arbeit rangehen. Und was wir uns auf jeden Fall jeden Tag neu von ihm abgucken können, ist da ganzheitlich heranzugehen und auch von einer wertebasierten Richtung. Er weiß, dass die meisten von uns nicht wissen, was sie wollen. Es ist allgemein bekannt, dass Menschen nach Orientierung suchen. Und deshalb sind so Menschen wie Fridtjof Bergman auch so entscheidend wichtig gewesen. Oder er ist es ja immer noch, er hat ja ein Werk, was ihn und sein Leben überdauert, in dem er uns alle immer wieder dazu auffordert zu sagen, überlegt euch, was ihr wirklich, wirklich wollt. Überlegt euch, wie ihr Arbeit gestaltet, dass sie euch Freude macht, nicht nur Spaß bringt, sondern dass sie euch Freude macht. Gute Arbeit, sagt er, ist beglückender als Sex. Das ist der Maßstab, den er sagt. Er meinte, wir hätten zu wenig Begierde. Wir sollten wirklich begehren, gute Arbeit zu bekommen und nicht nur Arbeit zu erdulden, weil es am Ende des Monats Geld gibt, was wir dann auf dem Konto haben. Diese Gedanken mögen heute radikal sein, aber Radikalität ist genau das, was wir jetzt brauchen, denn wir sind mal wieder am Scheideweg. Die Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel und auch die gesellschaftlichen Shifts, die wir im Abendland speziell erleben, die Spaltung der Gesellschaft. Es sind so viele große Themen, mit denen wir uns unbedingt beschäftigen müssen als Menschen. Und nur dann, wenn wir wissen, was wir wirklich, wirklich wollen und uns gemeinschaftlich, die wir alle ähnlich denken, für die Lösung dieser Probleme einsetzen, indem wir erstmal die richtigen Fragen stellen und gemeinschaftlich daran arbeiten, Antworten zu finden. Nur wenn wir das tun, werden wir diese Welt noch retten können. Und dafür, für diesen Impuls und für die Freude am guten Arbeiten, bin ich Fridtjof Bergman sehr, sehr dankbar. Fridtjof, ich bedanke mich bei dir für die Liebe, die du mir in jedem unserer Gespräche, unserer E-Mail-Konversationen immer zum Ausdruck gebracht hast. Deine wertschätzende Art, deine Güte, den Glauben an die Menschheit, aber auch an mich, das werde ich nie vergessen. Ich danke dir. Liebe Anna, lieber Nils, vielen Dank, dass ihr das hier initiiert habt, dass ihr verschiedenste Menschen und deren Blickwinkel zum Tod von Fridtjof und damit seiner Arbeit zusammenbringt. Mein Name ist Stefan Grabmeier, ich bin Mitglied der Geschäftsleitung am Zukunftsinstitut, beschäftige mich mein Berufsleben lang schon mit dem Thema neues Arbeiten, mit Innovation, mit Veränderungen am System arbeiten. Und ich durfte den Fridtjof 1999 kennenlernen. Es war ein Philosoph, es war ein Mensch mit unglaublich viel Erfahrung. Sind die sich New Work auf die Fahnen schreiben, haben die denn wirklich eigentlich schon mal wirklich einen guten Research betrieben? Ein bisschen über das Thema Bällebad bei Google oder bei den Silicon Valley Giganten hinausgehen, ein bisschen Achtsamkeitsübungen, einmal auf Agile trimmen und sonstige Dinge. Nicht, dass das falsch ist, ja, aber es ist ein sehr fokussierter, kleiner Blick. Und das, was Fridtjof uns ja gegeben hat, war ein großer Blick, war ein systemischer Blick, war ein Rauszoomen auf die Systemweltarbeit und nicht nur nitty-gritty kleine Dinge. Also von daher, das, was ich auch sehr häufig schade finde, ja, an der New Work-Bewegung, ist dieses Klein-Klein-Denken und weniger das große Denken. Und ich denke, wir haben so viel Potenzial in der New Work-Bewegung, das auch zu tun. Also wenn ihr New Work-Treiber seid, wenn ihr New Work-Umsetzer seid, wenn ihr New Work leben wollt, dann lebt es systemisch auch wirklich so, dass ihr enkelfähiges, nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht. Ansonsten ist es New Work-Washing. Wir sagen Dankeschön für deinen kraftvollen Einsatz, die Arbeitswelt
immer wieder neu zu verändern und neu zu denken. Wir sagen danke, dass du noch wenige Tage vor deinem Tod immer noch Feuer und Flamme für New Work warst. Und jetzt liegt es an uns, wie wir die Arbeitswelt weiter gestalten, wo wir proaktiv die Arbeitswelt verändern und wo wir mehr Sinn in das Arbeiten bringen. Frithjof, dein Lebenswerk wird weitergeführt werden. Als letztes wollen wir David das Wort geben, der bis zum Schluss mit dafür gesorgt hat, dass wir mit Frithjof in einem konstruktiven Austausch bleiben konnten. Vielen Dank, David. I am with my good friend David. The child is the father of the man. Pear trees grew in the backyard of the Lutheran parsonage in Hallstatt, Austria, where Frithjof Bergmann was raised. Perhaps 1942, when Frithjof would have been around 11 years old, he picked pears from the trees and made his way to a location where the Nazis held prisoners of war from Russia. Frithjof handed the pears to the prisoners, I suppose through a fence. The Nazis holding sway over Hallstatt were, we may suppose, not amused. They knew Frithjof to be a pest, and a half-Jewish one at that. Early on, Frithjof was courageous, compassionate, and richly subject to moral indignation. Around 1945, Frithjof headed a procession of him and his family from the parsonage to the church for his confirmation into the faith. He had walked beside him a local youth who was subject to scorn for his walking haltingly. It was Frithjof's way of saying to the community, this guy's okay with me. And maybe added to that was a message, let him be. In his old age, Frithjof described to me himself as a youth, as being scrappy and a defender of social outcasts. While a graduate school student at Princeton, Frithjof attended what were apparently daily assemblies for meals with other men of Princeton. These assemblies had never had women in attendance and never would. It was tradition. One day or evening, Frithjof had a young woman dress up in the prescribed garb with her hair up in her hat. She walked beside him in the procession into the meal hall. In low tones, words started circulating about the hall. A woman was present among them. Eventually, the official in charge of keeping the tradition wept that he had failed in his charge. Frithjof was an iconoclast. It was the same predilection for courage, for compassion, for moral indignation, and for fighting, smashing cruel conventions, which prompted Frithjof to begin frequent evening travel from Ann Arbor to Flint, Michigan, and start dialogue among workers in the auto plants and also among the corporate executives about better ways to live. In the early days, in the late 1970s or 1980s, started with the prescience of Frithjof that due to automation, there would soon be no poverty, no need for more than a fraction of the then present, of the then current workforce. Widespread unemployment and poverty was on its way. And there also was a sense on the part of Frithjof that many of the workers were not fulfilled, not satisfied with what they were doing with their lives, by their jobs. Early on, Frithjof began asking individual blue-collar workers and others, what work do you really, really want? The question was pivotal. Why worry about losing a job if you know of a better way to live anyway? Frithjof was dogged in pursuing a worker's authentic,
but often evasive, answer. Like many humans, when confronted with courage and change, some of the persons with whom Fritjof met rebelled. Some challenged him to fights, and on at least one occasion, in a meeting of workers, Fritjof initiated such a challenge to a union representative who was being fractious. To the surprise of many, the out-of-place egghead acquitted himself quite well. On at least one occasion, a worker lost some teeth. On another, a worker lost consciousness. Fritjof explained his formidable fighting skills by saying, "I was fast." Fritjof's trips to Flint were seminal to a life of travel about the world, to learn and teach about technology, to learn and teach about work and jobs and how each can affect people and the dark implications of modern technology for making humans redundant, but also the bright potential of same to human self-liberation from enslavement in the job system, to follow a path of self-reliance, a life of work they really, really want. This body of thought, proposals, which developed over time, Fritjof called new work. Fritjof insisted on distinguishing jobs from work. A human might get along, even thrive without a job, but work was a fundamental human need. Jobs are limited in number, but work is plentiful, even unlimited. And every person has some kind of work that he, she really, really wants. It may be practiced in a job, but far too often, people in jobs find themselves doing things they don't want to do. And therein lies the centerpiece of Fritjof's work, helping people discover what it is they really, really want to do. I knew Fritjof for only a few years. He and I developed frequent contact in 2014, though I seem to remember a very brief meeting in the early 2010s. The time we spent together each day grew, and we came to know each other better. I loved him. I miss him greatly. This I think to be true of most of Fritjof's acquaintances. All I have left for consolation is his writings. Fritjof was a wonderful writer, but the consolation is hardly adequate. And to ask the question, what is it that you really, really want? Thank you, thank you, thank you. Okay, goodbye.